Das gerade eben war ja ziemlich knapp. Stimmt. Kein Wunder, dass der Kran so langsam war. Es gab Tauchalarm. Jedenfalls sollten wir hier weg. Ich mag diesen gelben hier. Ich nehme dann den anderen. Ich auch. Hey, hey, hey! Na komm schon, Irvine. Das sind so richtige Dreckskarren, ne? Oh, ein Drawpunkt. Interessant. Was ist? Die Hexe plant einen Raketenangriff auf den Garten? Renoir sagte, dass Irvine das gesagt hat. Was? Der Xell grad. Was? Wir müssen schnellstens den Garten warnen. Steigt ein. Balamp und Tabia Garden sollen die Ziele sein. Wir werden den Angriff stoppen. Wir müssen den Angriff verhindern. Was? Wer mit dem Fuß so aufstammt, wie so ein Kaninchen, das klopft. Guck, das sieht ein bisschen anders aus. Was? Achso, die sind jetzt alle am... Ich muss erstmal den Drawpunkt jetzt in Beschlag nehmen. Aero. Oh, ganz wichtig. 7-mal. So, dann fangen wir mal mit dem Xell an. Der ist ganz außer sich. Ich werde tun, was Squall sagt. Irvine? Na du? Ich kann sie gut verstehen, aber... Das berührt nicht nur Selfie. Wollen wir jetzt mit Selfie über unseren Plan sprechen? So. Ich war bis vor kurzem im Tabia Garden. Ich kann nicht einfach herumsitzen und Däumchen drehen. Bitte, bitte, Chef. Sag uns, wer zur Raketenbasis geht. Leicht gesagt, das ist ja ein Himmelfahrtskommando. Wir stimmen jetzt ab. Squall wählt die Leute aus und geht nach Balam zurück. Wer dagegen ist, meldet sich bitte jetzt. Du kannst frei über mich verfügen. Das so ist. Du bist kein Seed. Squall, du bist der Anführer. Teile jetzt die Gruppen ein. Anführer? Mich hat man ja gar nicht gefragt. Oh oh. Feuerwerk! Ich habe gehört, dass man zuerst Tabia, dann Balam angreifen will. Okay, ein Selfie ist jetzt ein bisschen traurig. Oh, ich kann wieder laufen. Dann laufe ich erstmal zu den anderen. Renoir? Warst du schon bei Selfie? Wir haben uns entschlossen. Nee, war ich noch nicht. Seit Wochen nicht mehr. Trumpfführer Squall trifft jetzt eine Entscheidung. Jetzt denke ich wieder zu viel nach. Die ticken wohl nicht richtig, die Galbadianer. Du bist doch schuld, du Vogel. Sorry, meine Freunde, ich konnte nichts machen. Ich bete, dass euch nichts passiert. Das wären doch bestimmt Blindgänger, oder? Na, logisch. Chef, schnell nach Ballamp. Wen nimmst du jetzt mit? Squall, na los. Squall, entscheide dich. Denk gut nach, Squall. Was wollen die alle von mir, Mann? Warum ich? Schon gut, ich mach ja schon. Okay. Also, ich will die Selfie bei mir haben. Auch das geht aber nicht, okay. Also, ich muss auf jeden Fall auf die Renoir aufpassen. Das hab ich ja versprochen. Also, ich bin jetzt der Squall einfach mal, ne? Also, ich muss auf die Renoir aufpassen. Und ich nehme mit, weil er eh nicht mit ihm im Team sein will. Intim. Nehme ich den Cell mit. So. Ne? Machen wir so. Austausch. Wen habe ich jetzt im Team gehabt? Selfie und Renoir. Cell. Das, genau. Das ist dann das andere Team. So. Ich gehe nicht nach Balamp. Ich gehe zur Raketenbasis. Ich muss Tabia rächen. Das war das Ballam-Team. Der Rest geht zur Raketenbasis. War die Einteilung richtig? Na, es bleibt dabei. So. Wir handeln zum ersten Mal nicht auf Befehl oder Auftrag. Selfie, hast du einen Plan? Wenn wir diesen Galbadia-Wagen nehmen, werden sie uns sicher hineinlassen. Was danach passiert, überlegen wir, wenn wir dort angekommen sind. Ist das okay? Sorry, ich meine, danke. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Schnell zum Ballam-Garten. Wir sehen uns im Balam Garden. So. Der Irvine wird schon auf die Mädels aufpassen. Squall, Tempo!
Weil jetzt Elfi ja auch nicht so erfahren ist, ist vielleicht ganz gut, wenn die Quizzes dabei ist. Um ein bisschen auch auf die aufpassen zu können. Ah, ich schreibe mich gerade. Wir nehmen den Zug. Zug, Zug! Zug, Zug? Hallo? Zug? Hä? Ich würde ja gerne den Zug nehmen, aber... Ah, okay. Dann steigen wir einfach hier so ein, oder was? Auf. Okay, wo ist er hin? Ach, den Zug. Ah. Hey, stopp! Spoiler, kommt jemand? Stehen bleiben! Ich zeige euch meinen Kampfgeist. Echt, sorry. Ah, das ist ein Notfall. So, auf zur Raketenbasis. Yippie. Ja. Jetzt können wir theoretisch, wenn wir Bock haben, nochmal nach Deligen City fahren. Ist aber unnötig und würde jetzt überhaupt nicht so zur Story passen. Von daher cruisen wir jetzt. Ups. Wie fährt man? So. Fährt man, da. Ist das der Raketen? Nein, oder? Wieso dreht sich die Kackkamera nicht? Warte mal. Das könnte die Raketenbasis sein. Die anderen sind dahin gefahren, zur Haltestelle. Ich würde es aber gerne trotzdem erstmal. Warte mal. Die Kopplung. Achso, jetzt möchte ich die Dings wieder tauschen. Ja. Wir sind nämlich jetzt erst in der Raketenbasis und dann den Ball ab. Ja gut, ich würde das jetzt gern ein bisschen anders machen. Das kann es mir ein bisschen dauern, Leute. Ich kenne das Spielchen. Magie hat die 13. Ja, Rosalfi ist die beste Zauberin. Das ist einfach Fakt. Und die Quizzes ist einfach so die stärkste. Liegt aber auch daran, dass der Irvine noch ein bisschen unterernährt ist quasi. Ups. Boah, was tue ich denn hier, Leute? So, Truppe. Also Austausch. Selfie bleibt die Zauberin. Ich kann einfach die Formation nicht ändern, ne? Also hier. Quistis ist die stärkste. Und Irvine ist dann quasi nur der Anführer, der Allrounder. So, einsteigen. Brumm, brumm. Ich krieg's einfach nicht hin mit dem Fahren, ne? So. Das ist die Raketenbasis? Nein? Gut. Okay. Gut, wir haben ja zum Glück keine Zufallskämpfe jetzt erstmal zu befürchten. Oh, da hinten ist was. Also auch, glaube ich, eine Stadt. Ja, wenn euch schlecht wird, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Ist das da keine Raketenbasis? Nein, das ist einfach nur eine Brücke. Eine abgesperrte Brücke ist ja nicht im geringsten was mit einer Raketenbasis zu tun, Alex. Bleib mal realistisch, bitte. Das ist Deling City. Also ist das... Ah, das sieht wie eine Basis aus. Ist auch eine Rakete zu sehen. Nein, aber eine Basis. Gut. Ihr könnt durch. Was? Wirklich? Dankeschön. Das war einfach nur gut und schnell und akkurat eingeparkt. Das war einfach nur... akkurat nicht, aber... die Uniform stinkt, ja. Mehr habe ich das nicht lesen können durch mein Gebabbel. Ein Zeitplan? Ach, das ist doch jetzt egal. Wir müssen die Raketen stoppen. Wir werden sämtliche Räume durchsuchen und sie zerstören. Am Schluss werde ich die ganze Anlage in die Luft sprengen. So mag ich dich, Selfie. Dann mal los. Und ab. Yeah! Okay, der Irvine ist einfach nur groß, ne? Beziehungsweise die Selfie ist einfach nur klein und die Quiz ist einfach nur normal groß, also. Hier muss ich irgendwo die Zeitschrift Waffen Juni verbergen. Das ist, was ich an diesem Lösungsbuch so mag. Es zeigt einem, dass da was ist, es zeigt aber nicht, wo es ist. Das ist einfach nur herrlich. Da habe ich mal so ein bisschen nachgeguckt, ob ich nicht irgendwas Wichtiges vielleicht übersehen werde. Aber nö.
Also, Waffenjuni ist hier irgendwo. Aber ich weiß nicht, ob ich da. Also, wie ich da drankomme. Geht nicht auf. Was hier? Rotes Licht. Geht nicht auf. Was habe ich falsch gemacht? Ah. Eine ID-Karte? Haben wir nicht. Bleib ruhig, Selfie. Die lag im Wagen. Vielleicht passt sie ja. Interessant. Piep. Identifikation positiv. Zugriff gewährt. Ja! Ja! Ah ne, das ist die andere Tür. Diese Karte ist ungültig. Zugriff verweigert. Achso, das war jetzt. Ich muss nochmal richtig machen. Diese Karte ist ungültig. Zugriff verweigert. So. Ich muss das ja auch richtig sprechen, ne? Sonst hat das ja keinen Wert hier alles. Wow, da steht ja jemand. Was tue ich jetzt? Einfach so wie immer, langsam gehen, leise vorbeischleichen. Langsam gehen. Wenn wir laufen, fällt es vielleicht auf. Wir sollten langsam vorbeigehen. Guten Abend. Hey, ihr da, wartet. Hoppla, was will er? Waren wir doch zu auffällig? Vielleicht liegt es daran, dass wir angesprochen haben. Schön in Reih und Glied. Ihr wurdet wohl streng erzogen, was? Seid euren Eltern dafür dankbar. Jawohl! Was labert denn der Alte plötzlich? Und jetzt? Lauft hier nicht herum, wir haben Alarmstufe A. Karten? Dürfen wir bitte hier reingehen? Nein, dürfen wir nicht. Dann in Reih und Glied. Der sogenannte Gänsemarsch. Der viel zitierte. So. Läuft mal langsam. So. Kreis rückhalten. Hier ist keine Waffenjuni, oder? Habt ihr eine Waffenjuni gesehen? Wenn jemand eine Waffenjuni hier irgendwo sieht, dann kommentiert das bitte, dann lese ich das 30 Parts später. So. Oh, da sind zwei Wachen. Ich speichere es erstmal. Jeder falsche Schritt kann hier fatale Folgen haben. Bisher haben wir aber alles richtig gemacht, denke ich. Ich überschreibe mal diesen Speicher-Slot hier. Wir gehen mal hier rein. Oh, da ist was. Blende. Natürlich ist er. Oh, Quiz, das hat die sogar gekoppelt, die Geschichte. Oh, 10-mal. Techniker? Techniker. Ha, was wollt ihr? Wir sind beschäftigt. Aber. Hey, du musst gleich den Generatorraum checken. Ist es schon so spät? Ich habe doch heute wegen dem Abschuss keine Zeit. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und eine Nachricht weiterleiten? Sagt bitte dem Mann am Raketenlift, dass er alleine hingehen soll. Tut mir bitte den Gefallen. Danke. 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 Tut mir bitte den Gefallen. Ich wollte eigentlich mit dem Karten spielen. Aber anscheinend spielen die galbarianischen Soldaten nicht so gerne Karten. Tja, das ist natürlich dann ärgerlich. Am Raketenlift. Bist du am Raketenlift? Oh. So, warte mal, ich muss jetzt hier gucken. Warte mal, was ist denn jetzt hier was? Hallo? Der Zutritt ist verboten. Na, ist ja gut. Was ist mit dir? Hier geht es um Raketenlift. Ah. Kann ich hier rumspielen? Caution. Wir sind nicht autorisiert. Hey, Finger weg! Okay. Hier ist noch ein Drawpunkt. Erzengel, das ist natürlich fett. Dreimal. Geil. Hallo, Raketenlift. Eigentlich müsste die letzte Abschussrampe bald eintreffen. Ah, interessant. Bist du denn mal am Raketenlift? Entschuldigung, wir haben eine Nachricht. Was denn? Was war's nochmal? Er soll vorausgehen. Wegen dem Generator. Sie sollen alleine hingehen. Die anderen sind zu beschäftigt.
Hab verstanden, aber ich habe selbst noch viel zu tun. Könnt ihr denen ausrichten, dass ich das zurzeit nicht schaffen kann? Ein Scheißdreck, was ich mache. Ich laufe jetzt hier geradeaus. Okay. Was mit dir? Ja. Okay, dann. Er schafft's heute auch nicht, weil er ebenfalls beschäftigt ist. Was machen wir jetzt? Was fragst du mich? Ich hab keine Ahnung. Es hilft nichts. Könnt ihr das nicht erledigen? Das ist gegen die Vorschrift. Was ist, wenn der Kommandeur davon Wind bekommt? Ach komm, wir sollen doch nur gucken, ob die Geräte laufen. Na gut, wenn du meinst. Tja, so sieht's aus. Wir zählen auf euch. Verstanden. Ja, ich werde es komplett demolieren. So. ja. Es ist uns verboten. Hey, Finger weg! Der Zutritt ist verboten. Okay, man darf auch überhaupt nichts mehr hier. Ich will mit dir reden. Okay, jetzt bin ich gerade irgendwie busy, Oh, Erzengel hat sich regeneriert. Das ist ja geil. 3. Die Musik ist cool, da kann man nichts sagen. Ich werde es komplett... Falsch. Komplett demolieren, aber was? Hä? Ja, wir sind mir nur halb aufgepasst. Kann man hier nicht irgendwo runtergehen oder so? Ich kann, nicht, ich kann mit keinem mehr reden hier. Das gibt es doch einfach nicht. Ich hab so viel Bock auf Dino Crisis. Gut, das ist der einzige Weg, den wir noch gehen können. Ups. Ah, ich verstehe. I know, I know. So. Guten Tag. Uns wurde die Kontrolle des Raumes befohlen. Okay, dann habe ich jetzt auch Wachablösung. Ich hole meinen Partner. Viel Spaß bei der Kontrolle. Wir haben. Na komm mit dir, Süßen. So. Was ist das hier? Sieht auf jeden Fall ziemlich gefährlich aus. So Starkstrom oder so. Eisra gefunden. Selfie. 10 Mal. So, was mache ich jetzt mit der Kontrolltafel? Ein paar Mal drauf blind herumtippen. Keine Ahnung wie, aber ich kann es ja mal versuchen. Es passiert nichts. Ob ich es nochmal probiere? Kräftiger gegenschlagen. Ja! Ja. Es kann Spaß machen. Hä? Was? Hui, das Licht ist jetzt aus. Fehler in der Stromversorgung. Techniker, bitte zur Kontrolle. Ohne N. Wir sollten uns nicht erwischen lassen. Lasst uns schnell aus dem Raum gehen. Los geht's. Irgendwas ist passiert. Hey, ihr da, was ist denn hier passiert? Ah nein, ausgerechnet jetzt. Ich rede mich heraus. Eine ausgerechnet Ausrede. Was soll ich nehmen? Scheiße. Wollen wir Hilfe holen?
Ja. Wir wollen gerade jemanden holen. Verstanden, überlass uns den Rest. Okay. Hey, was macht? Ah, was zum Teufel? Scheiße. So, weiter. Selfie ist ja ziemlich schräg. Was ist mit den beiden? Die sind einfach weg. Die wurden einfach nur verschlungen, verspeist und beides. Von den dreien. Trotzdem brauche ich die Waffen Juni. Oder bekommen wir die Waffen Juni vielleicht automatisch? So, einmal kurz salutieren und dann... Helft mal mit, wir haben wegen dem Stromausfall nicht genügend Leute. Wenn es sein muss. Okay, los. Also eh nur, weiß ich, 8 Leute hier, also die Speicher. Okay. Hey ihr da, euch habe ich ja noch nie gesehen. Was mache ich jetzt? Aber das ist uns eigentlich egal. Könnt ihr uns kurz helfen? Helfen. Hierher, komm bitte mit mir. Mist, ausgerechnet jetzt ein Stromausfall. Was macht denn der Verantwortliche? Sieht einfach nur schwer aus, ne? Ist einfach nur stämmig und groß. Dort hinten. Einer muss in die Mitte und zwei nach außen. Ich gehe in die Mitte. So. Okay, der Job von dem rechts, das ist einfach so unnötig, ne? Das ist einfach so unfassbar unnötig. Es geht einfach nur geradeaus gerade. Aber ist halt, er muss sich halt wichtig tun. Einer muss sich wichtig tun. Und der Boden ist auch verdammt rutschig. Auch das kommt ja schon hinzu. Aber nur für die Schuhe, nicht für die Reifen. Quasi. Gute Arbeit. Jetzt müssen die Koordinaten auf der Tafel überprüft werden. Die Kontrolltafel wurde eben hochgefahren. Kontrolltafel? Wir kommen langsam unser Ziel heran. Ist das die Kontrolltafel? So, was machen wir jetzt? Wir werden es komplett zerstören. Ja, wir werden es zertrümmern, aber... Was ist, wenn wir die Raketen aus Versehen abfeuern? Wir sollen es nicht komplett, sondern nur teilweise demolieren. Das klingt gut. Logging in System. Okay. So. Ziel bestimmen. Bewaffnung anzeigen. Simulation beenden. Neues Mal Equipment. Mit Richtungstaste Blätter mit X beenden. Raketensilo. CGR 4083B, Garbadia-Armee. Marschflugkörper. BAG 0003A, Garbadia-Armee. Zielerfassung durch Koordinaten. Diese Technik ist nicht gerade neu. Die Raketen müssen daneben treffen, wenn wir die Fehlercode verändern. Es gibt echt nicht viele Equipment, was die haben. Also. Okay. Ja, ist ja gut, ich weiß doch. Ich habe so auf X gedrückt, einfach, ne? So, Simulation. Und ja, das ist Ballab. Komm. Ballab.
Das sieht nicht so gut aus. Also, machen wir Target. Ziel bestimmen. Ziel bestimmen. Flugbahn korrigieren. Daten senden. Das kann ich, glaube ich, nicht verändern, ne? Das glaube ich vor. Okay. Ja, ich weiß es doch. Das kann wahrscheinlich nur der Kommandeur. Aber wir können das hier machen, glaube ich. Ja. Rechtsfehlerquote vergrößern, Linksfehlerquote verringern mit Expanden. Das geht richtig schnell. Warum sollte man bei so etwas die Fehlerquote vergrößern können? Was ergibt das bitte für einen Sinn? Na, außer dass man nach dem Start der Raketen noch eventuell. Ja, das könnte sein. Achso, nein! Ich will noch weiter als Maximum. Ich will noch weiter. Dann. Upload. Daten senden. Okay, to upload. Yes. So, Einheit 1. Einheit 2. Und Einheit 3. So. Exit. Simulation, gucken wir uns mal an. Also wir fliegen noch nach Ballam. Simulation beenden, zurück mit X. Aber 65 bis 80% ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass nicht getroffen wird. Stand ja da unten. Sehr gut. Darf ich nochmal schnell speichern? Oh, da ist ja jemand jetzt. Ach komm, wir speichern das.